Soll ich da jetzt mit dem Gummihammer drauf rumwichsen oder was? Ich hasse das, da denkt jeder, ich wäre ein Neandertaler. Für meine Verhältnisse finde ich, dass ich dieses Werkzeug hier viel zu oft benutzen muss. Ja, das könnte funktionieren. Ich gebe hier meiner Werkstatt Drechselkurse und dafür brauche ich natürlich Schalenrohlinge. Da hinten dran seht ihr einmal die Blockware, die ich hier heute zuschneiden werde. Das ist auch ein Produkt auf dem Onlineshop. Das heißt, wenn du so ein Sippo-Schalenholzrohling haben möchtest, schau gerne mal in die Videobeschreibung. Derzeit sind sie, glaube ich, noch ausverkauft, aber ich weiß nicht, wie es ist, wenn das Video hier rauskommt. Deswegen schau gerne mal in die Videobeschreibung. Richtig tolles Holz, lässt sich auch schabend sehr gut bearbeiten, ist also auch für Anfänger ein sehr gutes Anfängerholz. Also, das Holz werden wir heute zuschneiden. Das werden größtenteils Schalenrohlinge, aber nicht nur das werden wir zuschneiden, sondern auch das Holz hier, denn da werden größtenteils andere Projekte draus gebaut, die ich heute schon mal auf größtenteils Fixformate zuschneiden kann. Das heißt, die Pendelsäge ist heute gefordert, die Formatkreissäge ist heute zum Besäumen gefordert und die Bandsäge vielleicht auch noch heute. Hoppala. Denn an der Bandsäge werden wir die Schalenrohlinge als mal rund ausschneiden, damit meine Teilnehmer das direkt aufspannen können. Das ist eine ganz schön große Bohle. Das Schöne an dem Holz hier ist, dass das sehr, sehr homogen ist. Das bedeutet, wir haben nur hier an der Waldkante so eine kleine Farbveränderung. Das macht es für mich dann sehr einfach, hier gleichbleibende Schalenrohlinge ohne extrem viel Verschnitt rauszuschneiden. Mir ist bei der Bohle aber schon aufgefallen, dass hinten ein Riss ist und einmal ein Prüfpunkt, wo sie die Feuchtigkeit gemessen haben. Ich zeige es euch mal. Und das hier ist der Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Hier haben sie mit dem Holzfeuchtemessgerät im Sägewerk geprüft oder nach der Trockenkammer, wie viel Holzfeuchte drin ist. Das ist ganz üblich, da bohren die dann solche Löcher. Ich weiß nicht, wo das normal gemacht wird. Ich glaube, in Deutschland weiß ich gerade nicht. Aber in den Staaten habe ich schon öfters gesehen, dass sie das Ganze bohren. Weil das hier afrikanisches Holz ist, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht schon im Ausland getrocknet wurde und dann halt eben hier in Deutschland verkauft wird. So eine Bohle hat aber natürlich immer zwei Facetten. Boah, richtig poetisch heute ausgedrückt. Also sie hat natürlich eine Ober- und eine Unterseite, deswegen schauen wir mal, ob wir irgendwelche Fehler auf der anderen Seite finden können. Das sieht soweit eigentlich super aus. Hier haben wir nur eine kleine Prellung, will ich mal sagen. Hier ist das Holz ein bisschen aufgeplatzt. Aber das wird man in den ersten paar Millimetern schon immer erkennen können. Das heißt, das hier wird heute ziemlich easy, das zuzuschneiden. Da werden wir auch zum Glück mal heute nicht so viel Verschnitt haben. Das ist schön. Boah, Alter. So, also. Die Schalenrohlinge sind immer 20 cm groß. Also werden wir hier mal 20, 40, 60, 80. 1 Meter, 1, 2, 3, 4, 5, also 1,5 Meter machen wir hier mal. Ah, da hinten ist meine Rollkarre gefunden. Ich schätze mal, dass die Bohle hier, ja, ihre 60, 70 Kilo wird die schon wiegen. Aber durch die Rollböcke ist es echt einfach, die hier drauf zu bewegen. Vor allen Dingen links, rechts, das geht einfach. Wenn man es hier rüber drückt, das geht dann ein bisschen schwerer, aber das ist schon genial. Das hier sind jetzt 53 cm. So breit kann sie schneiden. Unten ist jetzt so ein kleiner Steg stehen geblieben. Den werde ich von Hand abschneiden. Mir fällt gerade auf, dass ich gerade leider einen kleinen Denkfehler hatte. Ich wollte eigentlich alle Teile ablängen, damit ich sie hier nicht richtig besäumen muss. Was meine ich mit richtig besäumen? Ich wollte sie eigentlich dann einfach vorne gegen den Anschlag, den Längsanschlag drücken und dann dip, 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 so das quasi rechtwinklig schneiden. Jetzt müssen wir also erst besäumen. Genau, ich werde es bei der nächsten Bohle dann mal andersrum machen. Ich werde mal schauen, vielleicht nehme ich euch dann auch wieder mit. Wir brauchen jetzt natürlich ein Längskreisschneideblatt. Längskreissägeblatt. Weil wir ganz schön viel Längsholz jetzt zuschneiden. Die Sägeblätter wurden von der Schleiferei Schulz, da habe ich ein eigenes Video drüber gemacht, die wurden geschärft. Und ich bin so happy mit dem Ergebnis. Also es ist wirklich, ich glaube, dass man sagen kann, dass wenn die vom Schärfdienst kommen, dass die schärfer sind, als wenn sie neu sind. Sie schneiden auf jeden Fall richtig gut. Das ist jetzt das Sägeblatt, bei dem ein Zahn kaputt war.
Der wurde neu aufgelötet, das bedeutet, das musste ich jetzt wegschmeißen. Das Ganze wurde wieder repariert, in Anführungszeichen, und natürlich nochmal geschliffen. Und das ist eine feine Sache. Und vor allen Dingen sind die Sägeblätter schön, schön scharf wieder. Und sauber, wollte ich sagen. Wie gesagt, das hat der Sascha in seinem Video gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Da könnt ihr bei dem mal vorbeischauen. Wann immer ich Schalenrohlinge zuschneide, die im Onlineshop drin sind, die sind übrigens immer ein bisschen größer, als was angegeben ist. Also die, die die Kandeln bestellt haben, die werden teilweise mal auch gemerkt haben, da gab es dann ein paar Maße, das wollte ich dann nicht klein schneiden und verbrennen, die waren dann teilweise 5-6 cm länger. Genau, wollte ich nur an dem Rande mal sagen, wenn ihr euch Drechselrohlinge bei mir bestellt. Wo ist der Fritz und der Franz, die beiden Kameraden? Wir haben hier vier schöne Riegel. Ich will die jetzt doch mal an der Pendelsäge zuschneiden, einfach mal um zu prüfen, ob das damit gut funktioniert, weil es ist ein bisschen angenehmer, wenn man ein Stück Holz ein Stück nach links schiebt, wie bei einer normalen Kappsäge. Genau, deswegen fahren wir das mal zur Pendelsäge. Ich gucke jetzt mal, wie viele Kurse ich habe. Ob das überhaupt reicht. Das Ding ist nämlich, ich will noch ein Produkt entwerfen oder ausprobieren, das zu bauen. Und da hatte ich mir überlegt, dieses Sippo-Holz zu benutzen. Ich benutze generell gern das Holz, wo ich sowieso mehr zuschneide. Oder ich richte die Projekte so ein bisschen manchmal nach dem Holz, damit ich sowieso das Holz kaufe und ich beim Zuschnitt so viel Holz wie möglich schon vorformatieren kann, damit es nicht mehr so viel Platz wegholt. Ich habe nämlich so ein großes Holzlager und außerdem ist dann die Werkstatt ein gutes Stück aufgeräumter. Das war so mein Gedanke mal dazu. Wichtig, immer die Absperrschieber zumachen, weil sonst ist die Absauge nämlich stark genug. Das heißt, die Bohle kann ich mir erstmal aufheben für später. Meinen Anschlag kann ich auf 20 stellen. Können wir es einfach mal ausprobieren. Versuch macht klug. Wenn der hier dagegen liegt, ist hier eine Lücke. Hier ist dann auch eine Lücke. Das bedeutet, der Anschlag sitzt nicht richtig. Ich werde mal probieren. Hoffentlich haben die damals ein etwas größeres Loch gebohrt, damit man einfach den Anschlag nach hinten schieben kann. Oh, leck. Ach so. Richtig rum öffne bringt oft nicht mal viel. Als wir es transportiert haben oder als der Vorbesitzer es transportiert hat, wurde wahrscheinlich hier die Schelle, weil man daran das Ganze gut hochheben kann, verbogen. Das sieht man auch hier dran. Hier unten ist ein Spalt. Das heißt, wir müssen das Ganze in die Richtung biegen, damit das hier wieder fluchtet. Also, holle mal was. Die gute Engländer, beziehungsweise die Wasserbombe zeigt vom Opa. Damit kann man alles lösen. Familienstreit. Damit geht alles. Soll ich da jetzt mit dem Gummihammer drauf rumwichsen oder was? Ich hasse das. Da denkt jeder, ich wäre ein Neandertaler. Warum kann es nicht einfach mal funktionieren, ohne dass man die CNC-Fräse oder irgendwas braucht? Für meine Verhältnisse finde ich, dass ich dieses Werkzeug hier viel zu oft benutzen muss. Ja, das könnte funktionieren. This is how we do, yeah, bla 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 bla. Ba, 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 ba. This is how we do. Did it, did it. Ja, ist es das? Ist es das? Haben wir den Krieg gewonnen? Willst du mich prellen? Das ist nicht der Ernst. Warum passt denn das jetzt nicht?
Schaut euch mal an, wie schön das Holz ist. Es ist wirklich richtig, richtig toll. Und wie gesagt, sehr homogen, lässt sich sehr, sehr gut schabend bearbeiten. Und das ist jetzt wirklich eigentlich auch schon ein grober Schnitt. Tolle Sache. Und gutes Brennholz. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie euch dieses Format hier gefällt, denn das ist einfach ein bisschen locker, lockerer. Ich kann euch so ein bisschen aus der Werkstatt was... Ja, Alter, behalte mir die Nerven. Man sieht ein paar schicke Maschinen, das persönlich gefällt mir immer ganz gut, wenn ich YouTube schaue. Und das ist so ein bisschen der Werkstattalltag, so zwischen den Projekten. Ich schneide ein bisschen Material zu, ich erkläre ein bisschen was zu den Maschinen, genau wie auch jetzt zur Pendelsäge, denn die hatte bei dem Video, in dem ich es euch gezeigt habe, hat die ziemlich viel Staub tatsächlich nach oben rausgeschmissen. Ich habe jetzt eine Einstellung gemacht, die hat das so unfassbar verändert. Und zwar habe ich einfach das komplette Sägeaggregat ein bisschen nach unten gebracht. Dann werden die Späne nämlich so nach hinten geschossen, sondern eher übertriebenermaßen gesagt so. Die werden dann immer noch gut von der Absaughaube aufgefangen und werden unten direkt in den Absaugschlot reingeleitet. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Funktioniert so, so viel besser und ich kann immer noch 80 mm dicke Bohlen schneiden. Genau, jetzt arbeitet sie relativ staubfrei tatsächlich. Coole Sache. So, dann schneiden wir auch direkt die Kantel noch zu. 21. So, das Ganze kann ich jetzt rund schneiden. Zack, einmal nur aufgeschlagen, daran kann ich es jetzt rund schneiden. So Leute, ich wurde gerade mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ich hatte nämlich ein Telefonat, weswegen ich das andere Holz nicht so richtig zuschneiden werde. Aber gleich dazu, nachdem wir das Zeug hier eingeladen haben. So, ich würde mal sagen, wir schneiden alles zu und dann sage ich euch, warum wir es so zugeschnitten haben. Also Leute, normalerweise hätte ich jetzt dieses komplette Holz zugeschnitten und vorformatiert, damit ich da halt eben Produkte draus bauen kann. Was für Produkte meine ich? Schneidebretter. Das ist ein Projekt, was ich Ende letzten Jahres schon angefangen habe. Für euch zum Verständnis, ich habe ungefähr, ich glaube im August letzten Jahres, August, September, Oktober, in der Richtung habe ich angefangen mit dem kompletten Thema. Und da ist das halt einfach so ein Selbstversuch. Das ist ein Thema, das liebe ich halt herzustellen. Da würde ich halt eben gern für machen. Und deswegen mache ich alles dafür, damit ich das machen muss. Bedeutet, dass die Leute es halt eben kaufen. Jetzt ist es so, ich hatte heute einen Beratungstermin. Ich schalte jetzt schon seit ein paar Monaten, Wochen, schalte ich Werbung für diese Schneidebretter und habe noch Zero verkauft. Der komplette Heimwerker-Shop, der ja parallel dazu läuft, für gerade die ganzen Drechsler, das sind ja Rohrschraubzwingen, ganz viel Drechselwerkzeug, Bausätze und so weiter und so fort, das läuft derzeit okay, würde ich sagen. Nur die Schneidebretter, davon habe ich derzeit noch gar nichts verkauft. Ich hatte heute einen Beratungstermin gehabt und wir haben so ein bisschen über die Werbeanzeigen halt eben unterhalten und da hat sie gesagt, lass mal nicht auf die Werbeanzeigen schauen, lass erstmal auf die Webseite schauen. Weil die ist halt für ein Produkt. Ein Schneidebrett ist eigentlich ein relativ geiles, aber auch eigentlich ein ziemlich dummes Produkt. Ein Schneidebrett braucht jeder. Viele wollen nicht viel Geld für ausgeben. Vollkommen verständlich. Aber es gibt halt so ein paar Leute, die werden dafür ein bisschen mehr Geld ausgeben. Schaut einfach mal nach ein paar Schneidebrettern, die es im Internet gibt. Da sind welche, die kosten 300, 400, 500 Euro. Und die werden die auch verkaufen, weil sonst wird es keine ganze Webseite nur für Schneidebretter geben. Also lange Rede, gar keinen Sinn. Ich will Schneidebretter verkaufen. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Leute, die halt eben kaufen möchten. Aber den muss man auch entsprechend ansprechen. Und ich, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, da war ich ein bisschen zu viel Kerl. Ich habe Bilder für die Webseite gemacht, die okay waren. Die okay waren und das Setting war halt echt eigentlich totaler Bullshit. Die Kollegin am Telefon hat mir gesagt, okay, du willst ein Schneidebrett verkaufen und machst die Bilder von dem Schneidebrett in der Werkstatt auf dem Boden, wo man ein Heimwerkerbuch dazu bekommt und wo ein paar Gewichte davor stehen. Als Info, ich habe mir gedacht, okay, das Buch, das kostet nochmal mehr. Ich kann das irgendwie vielleicht damit dann verpacken, dass man dann ein Buch geschenkt bekommt. Okay, die Gewichte habe ich eigentlich schon hingestellt, damit das Schneidebrett nicht rumkippt. Ne? Also, die Bilder sind scheiße.
die sind richtig kacke. Ich habe jetzt mit meinem Grafiker bzw. mit dem lieben Marius gesprochen. Marius, mach hier bitte so ein Hi rein, wenn ich jetzt sage Hallo Marius. Hallo, hoffentlich gestanden Hi, sonst ständig echt doof hier. Ich habe dir mal eben gefragt, da warte ich noch auf Rückmeldung, ob wir halt eben Produktbilder umsetzen können, dass das Ganze wirklich, wie sagt man im Neudeutsch oder im Neudeutsch-Türkische, dass das Baba aussieht. Also es muss richtig gut aussehen, weil, wie stellt man sich vielleicht so einen potenziellen Kunden vor? Das ist ein Anzugträger aus Frankfurt, der hat eine 30.000 Euro Küche und der will dafür das geile Schneidebrett haben. Und dafür muss man halt auch eben die Webseite so bauen, dass die Leute entsprechend angesprochen werden. Genau. Schwieriges Thema, wenn immer man hier vor dieser Kamera über Zahlen spricht, dann rasten ganz viele Leute aus, dass das ja sowieso scheiße ist und keine Sau so ein teures Schneidebrett haben möchte. Genau, aber darauf gehe ich nicht ein, weil das bringt keinen weiter. Genau, also das Holz wird aus dem Grund jetzt nicht zugeschnitten, weil ich erst die Webseite umbauen muss und ich nicht jetzt irgendwie für ein paar hundert Euro Holz klein schneide und am Schluss merke, nachdem ich die Produktbilder gemacht habe, dass sich keine Sau für interessiert. Das ist die große Krux an der Geschichte und das macht mich echt gerade ein bisschen fertig. Ich hätte echt Bock gehabt, so richtig zip, die ganze Maschine laufen zu lassen. Aber das ist das Thema, was ich am Anfang von dem kompletten Projekt, also von dem großen Projekt, von den verschiedenen Videos angesprochen habe. Es ist nicht schwer, die Schneidebretter zu machen, es ist schwer, sie zu verkaufen. Und darum geht's, ne? Das soll es für heute gewesen sein. Trauriges Ende, aber seid sicher, ich habe ein paar andere Projekte, weil ich habe ja zum Beispiel das Zippo-Holz nicht ganz aufgetrennt. Damit geht es jetzt nämlich weiter. Aber alles weitere erfährt ihr dann in der nächsten Folge. Leben ist schwierig, Leben ist hart. Man sollte alles dafür machen, dass man das machen kann, was man will. Tschüssi.